So, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Mad Max. Ja, wir versuchen jetzt hier da erneut diesem hässlichen Typen da aufs Maul zu hauen. Das hat ja beim letzten Mal nicht so gut geklappt, aber das sollten wir jetzt schon hinbekommen. Ja, wir legen einfach gleich mal los. Also ich sehe gerade, da liegt auch ein Messer, das ich jetzt nehmen kann. Mal gucken. Jo. Ja, das muss ich in Zukunft noch besser hinbekommen hier. So, das war's. Nein, das war's noch nicht. Was ist jetzt los? Okay. So, dann hauen wir mal lieber ab. Das sind dann doch zu viele. So, jetzt beginnt unser erster Autokampf hier. Benutze die rechte Maustaste und die linke Maustaste, um mit der Schrotflinte auf Schwachstellen zu zielen und zu feuern. Benutze die mittlere Maustaste und A oder D, um Fahrzeuge links oder rechts von dir zu rammen. Machen wir doch. Probier das jetzt mal. So, das war ein Volltreffer. So, jetzt direkt auf den Fuel Tank und tschüss. Ja, wie ihr seht, ich habe in dem letzten Let's Plays nicht zu viel versprochen. Die Autokampf-Szenen können sich auf jeden Fall sehen lassen. So, jetzt soll ich den seitlich ran. Na, das war eher zaghaft. Ups. So, Hauptmission abgeschlossen. Ja, Magnus Opus. Chum Bucket nennt ihn den Magnus Opus, doch gibt er als Auto nicht viel her. Doch er hat ein gewisses Potenzial. Wir haben eine Karosserie gefunden, doch es ist noch einiges an Arbeit notwendig, bevor er kampfbereit ist. Ja, kein Problem. So. Ja, ich habe ja auch versprochen, mal nachzuschauen, was Chum Bucket heißt, und das habe ich auch getan. Und Chum ist der Kamerad oder der Kumpel. Und Bucket, ja, das weiß man eigentlich, das ist der Behälter oder der Eimer. Zusammengesetzt heißt das Ganze dann Kumpeleimer. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das auch die tatsächliche englische Bedeutung ist. Aber in der direkten Übersetzung heißt es Kumpeleimer. Ja, unser Hund hat Wache gehalten hier. Ich glaube, er hieß auch im Film tatsächlich nur Hund. Wenn es da überhaupt einen Hund gab, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also jetzt
letzten Teil in Fury Road. Aber ich glaube, dass er tatsächlich immer nur Dork hieß. I need more than just a body and some wheels. Hey, man! We need parts, scarce as they are. Help me gather all this scrap. Huh? I'll fashion a harpoon. So, jetzt sollen wir Schrott sammeln. Machen wir doch mal schnell. With the harpoon, Sank, we'll gain entry into many sealed places. May also prove to be useful in battle. How so? We could use it to defeat enemies, rip off doors, even wheels. Im letzten Let's Play habe ich, glaube ich, am Ende gesagt, als wir gestorben sind, dass das nichts wird, Jungs. Ich entschuldige mich natürlich dafür. Alle Mädels sind hier natürlich auch herzlich willkommen. Und Spiele sind ja mittlerweile auch schon lange keine reine Männerdomäne mehr. Deswegen entschuldige ich mich natürlich für diesen Affront, könnte aber passieren, dass mir das in Zukunft weitere Male passieren wird. Das ist auf jeden Fall nicht persönlich gemeint oder sexistisch. So. Jo, in der Hängematte liegt eine Harpune. Why not? If the hunchback delivers, this harpoon will be very useful. Hier steht ja noch ein hübsches Autochen. Achso, das ist Chums Buggy. So, rennen wir mal ein bisschen lang hier. So, dass es wieder geht. Got the jack tip. So, jetzt sind wir hier im wunderschönen Menü, wo wir unser Auto erweitern können. Willkommen in der Werkstatt. Hier wird der Magnum Opus gebaut und angepasst. So. Die Kategorie Harpune ist mit dem Missionsziel markiert. Gehe nun dorthin und montiere Standardharpune. Machen wir. So. Max. Der Max hat den Widerhaken. Und genug Schrott beschafft, um die Standardharpune anzubauen. Sehr schön, Standardharpune hier. Standardharpune für 15 Schrott kaufen, machen wir. Erfolgreich installiert. So, Max hat genug Schrott gesammelt, um ein Rammgitter anzubauen. Auch dieses tun wir natürlich. Baue die Verbesserung. Raufstange an. Die Raufstange. So. Raufstange für 10 verkaufen. Jawohl. Erfolgreich installiert. So. Ja, wie man sieht, kann man hier alles Mögliche noch verbessern. Das werden wir dann aber im Laufe der Zeit uns noch angucken, wenn es wieder neue Gegenstände gibt. Ja, diese Cuter-Figuren, das sind auch ziemlich geil, weil man spielt im Laufe der Zeit verschiedenste Cuter-Figuren frei, die auch einfach ziemlich stylisch aussehen. Ja, ich schaue gerade nur, weil da was stand von neu, ob wir schon eine haben. Aber nein, er sagt ja da oben. Gut, wir haben noch keine. Und dann gehen wir hier raus. So. To stand a chance. She'll need nitrous. I know how, but we'll need the parts. We just get them. It'll be easy with the harpoon. Yes. Also die Sprecher sind auch einfach wirklich super. Ist wirklich extrem hochwertig eingesprochen.
Und auch die Animationen, muss ich sagen, sind hervorragend, ja. So, wir besorgen uns, glaube ich, Nitro, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, jetzt hat er uns gerade erklärt, dass wir diese Vogelscheuchen, wie sie hier heißen, rammen können. Jetzt habe ich nur nie aufgepasst, was wir dann davon haben. Also wie es aussieht, werden dann hier Teile, Schrottteile liegen gelassen, die wir uns dann mitnehmen können. So, okay, die werden jetzt hier jetzt auch überall angezeigt. Ich nehme mal an, dass wir dort jetzt gerade das Nitro sammeln, das dann. Aber ich bin mir sicher. Ist auch eigentlich relativ egal. So, jetzt mit der Harpune zielen und feuern mit der rechten Maustaste. Okay. Und jetzt kräftig ziehen. Geschafft. So, hier ist nichts, was wir mitnehmen können. Nee, gut. Dann fahren wir zum nächsten. Ja, ihr seht, das dauert alles hier noch so ein bisschen, bis ich. Hoppala. Bis ich wieder richtig vertraut bin mit der Steuerung. Aber das Autochen hier fährt sich auf jeden Fall schon ein bisschen besser davor. So, nehmen wir mit. Ja, jetzt war ich wohl zu langsam. Nee, das geht. Gut, also mit dieser Vernichtung dieser Vogelscheuchen, wie sie hier heißen, verringern wir die Gefahr, die hier eigentlich herrscht. Na, ich laufe jetzt mal in dieses Lager. Mir angezeigt wird, dass ich da Teile finde. So, das ist natürlich gut, dass uns immer angezeigt wird, ob hier noch was liegt. So. Und uns gesagt wird, wenn wir alles gefunden haben, dann verbringt man hier nicht unnötig viel Zeit, damit dass man sicher geht, dass man auch wirklich alles hat. Na, da hätte ich ja fast schon mit dem Auto hinfahren können, ja. Es ist wie um die Ecke fahren zu Edeka. Weil man zu faul ist zum Laufen, gell? So. So, jetzt schauen wir uns das Lager an.
What's the purpose of these camps? Oil! The crew, pumped from the very ground, and sent in convoys to be refined and gasolined in gas town. Voilà. Ah, okay. Also mit dem Fernglas schauen wir uns jetzt das Lager an und wenn wir in diesem Lager Gegner finden, die wir mit unserem Fernglas fokussieren, dann speichert er diese als Gegner und ja, auch welche Art von Gegner wir dort haben. Aber das funktioniert anscheinend nur mit 9. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, wir haben das jetzt auf jeden Fall ausgekundschaftet. Und ja. Das sollte eigentlich reichen. Aber na. Ich wollte hier wieder raus aus dem Kameramodus und eigentlich war es ja aus dem Fernglasmodus und eigentlich war es mal die Sniper out front. Eins. Ah ja, okay. Wir hatten noch nicht alles gesehen, deswegen konnten wir hier noch nicht raus. So, das da oben ist auf jeden Fall ein Scharfschütze, daran erinnere ich mich noch. Der dort hinten ist grafisch ziemlich cool umgesetzter Typ. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der macht. Aber der hängt immer in so einem Turm und trommelt. Und wenn der anfängt zu trommeln, dann wird das ganze Lager alarmiert, dass ich da bin, ja. So, die äußere Verteidigungslinie wird oft durch eine Vielzahl von Methoden geschützt. Wenn man sich einem Lager nähert, herrscht dort Alarm. Wenn sich die Alarmanzeige vollständig gefüllt hat, wird die Verteidigung des Lagers gestärkt und deutlich gefährlicher. Genau. So. What's your spy, Saint? Camp has light defenses. I'll deal with them before entering. Yes, yes. Nothing our sweet magnum opus cannot handle. Na, dann schauen wir mal, ob wir da reinkommen. So. Okay, wir schauen mal, was wir jetzt hier so machen können. Ich weiß es nämlich gerade selber nicht, wie wir hier jetzt die Verteidigung durchbrechen. Deswegen kuse ich hier jetzt einfach mal ein bisschen rum und schau mal. Gut, da oben steht, dass wir den Sniper ausschalten sollen. Fahr ich ihn nochmal rum. Und dann probieren wir das Ganze mal mit der Harpune. Ich betrete das große Nichts. Okay. Mit der Harpune und den Turm haben die gestürzt.
thank you, Speedy Flamethrower. We'll rip it off! Harpoon awaiting your command! Jetzt zerstören wir mit der Harpune mal da oben den Tank. Damit das Feuer da nicht mehr rennt. So, wir haben die äußere Verteidigung zerstört. Und ja, dann machen wir hier wieder ein kurzes Stopp. 20 Minuten sind wieder um und ja, ich würde sagen, wir gucken dann im nächsten Let's Play, was wir dort in dem Lager entdecken. Ja? Okay, ich danke euch, bis gleich.